Hallo und willkommen zurück zu Deponia, dem wunderschönen kleinen Müllparadies. Wir haben in der letzten Folge es geschafft, Kletus, dem Verlobten von Goal, zu kontaktieren. Er ist übrigens unglaublich unsympathisch und ich weiß auch noch nicht, ob so eine gute Idee war, das zu tun. Aber jetzt ist es zu spät. Wir sollen uns irgendwo mit ihm treffen. Rufus hat schon nicht so gut verstanden. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob wir ihn finden. Und der Postbote hat immer noch unglaublich Spaß mit seiner Knisterfolie. Lass uns mal schauen, ob wir den Platz finden, wo wir uns mit ihm treffen sollen. Er hat an irgendeiner Landeabflugbahn was, glaube ich, erzählt. Und ich könnte mir vorstellen, dass eventuell das hinter Tonis Hütte ist, wo der liebe Rufus versucht hat, nach Elysion zu kommen. Was ja nicht so ganz gut funktioniert hat. Naja. Schauen wir mal, ob da jetzt irgendwas ist. Sonst könnten wir natürlich auch zu Goal gehen und ihr mal erzählen von der tollen Neuigkeit, dass wir ihren wunderbaren Verlobten kontaktiert haben und sich das mit der Heirat doch vielleicht noch überlegen sollte. Ja, ich glaube, es wäre auch keine schlechte Idee. Naja, egal. Wir schauen jetzt mal hier raus. Und wie wir sehen, sehen wir nichts. Und ja, man kann auch nichts machen. Wir gehen zu Cole. Es war ein Versuch wert. Mal zu gucken. Okay, Rufus, dann schauen wir mal zu lieben Goal. Ob sie jetzt besseren Verstandes ist. So, da mussten wir ja in die Gasse. Na komm, Rufus, schlapp mal ein bisschen schneller. Wir haben doch keine Zeit. Der Herr Kletus kommt doch bald. Wo auch immer. Hallo, Hanek. Servus. Schmeckt der Kaffee? Der hat echt den gechillsten Job der Welt. Ach, guck mal. Hallo, Goal. Hast du dich versteckt? Aber wo ist Goal? Was zum... Hey, was soll das? Das war jetzt ein bisschen überraschend, Gizmo. Was ist da los? Was soll das heißen? Ich bin's doch, Rufus. Ich weiß und glaube mir, es war nicht leicht, diesen Fall aufzuklären. Den Fall Ihres IQ-Pegels? Ich spreche von der Verbrechensserie heute Morgen. Ach, na ja. Auf dieser Frau herrscht das reinste Chaos im Dorf. Brandstiftung. Das war notwendig. Sie können mir nichts nachweisen, Sie Trottel. Diebstahl. Ich bin unschuldig. Oh. Okay. Rufus. Das war vielleicht jetzt nicht so schlau. Wenn ich eines Verbrechens schuldig bin, dann des Verbrechens der Liebe. Oh. Ich habe das alles für Goal getan. Wo ist sie überhaupt? Ist sie etwa zu sich gekommen? Nein, aber ich brauchte Platz in der Zelle. Sie ist jetzt bei Herrn Wenzel. Ja, das ist schon unpraktisch, wenn man irgendwie immer nur einen Raum hat. Ich habe die Elysianerin gefunden. Ich allein. Oh Gott, wer ist denn das? Da ist Vader. Wer hat die Elysianerin gefunden? Wenzel hat die Elysianerin gefunden. Wenzel, ganz allein. Wer sind Sie denn? Mein Name ist Argus. Amtmann Argus. Organ mit Argus-Augen das alles anschaut. Oh, die Obrigkeit meiner Praxis. Ich hab mir die Zähne nicht Was, Gizmo? Was kann ich für Sie tun? Am Schmieden. Ich hörte, Sie haben eine Elysianerin in Verwahrung. Das, ist eine Kommunalangelegenheit. Ach ja? Interessant. Und wenn ein Organon-Suchtrupp das Dorf in Schutt und Asche legt? Das wäre schlecht. Wäre das dann auch eine Kommunalangelegenheit? Lassen Sie sich nicht einschüchtern, Gizmo. Das Mädchen ist bei Herrn Wenzel. Gizmo, nein! Sie finden sein Haus unter dem Wassertank, gleich neben dem Stadttor. Danke, Inspektor. Sie haben Ihrer Kommune gerade viel Leid erspart. Ja, das ist er jetzt. Ja,
Das haben sie richtig. Sehr viel Chaos. Oh mein Gott. Wenn jetzt noch der Kletus auftaucht, na, haben wir ja jetzt hier richtig viel Rambel, Zambel. Hey, Gizmus, lass uns hallo. Hier raus. Was ist denn? Lass mich raus. Lass mich raus. Auslassen? Ah, warum zum Kehricht sollte ich das tun? Wir müssen Gold retten. Gold vor dem Organon retten. Hast du heute noch nicht genug Schaden angerichtet? Das war kein Schaden. Du hast den Mann doch gehört. Ich habe nichts getan. Das sehe ich anders. Die Beweise sprechen auf jeden Fall gegen dich. Gizmo, jetzt sei mal nicht so. Die Zelle ist eine Zumutung. Ach, denkst du etwa, du hättest etwas Besseres verdient? Und ob. Ich gehöre weder in diese Zelle, noch auf diesen Schrotthaufen von Planet. Richtig. Du glaubst ja, dass du nach Elysium gehörst. Elysium? Und warum denkst du, dass sie einen wie dich da reinlassen? Einen Dieb? Ein Faulenzer? Ein ewiger Unruhestifter? Wir sind ein Freigeist. Ich nehme mein Schicksal wenigstens selbst in die Hand. Ich sehe hauptsächlich, dass du fremder Leute Eigentum in die Hand nimmst. Und ich hab's mir geborgt. Oder in Brand steckst. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und Späne fangen schnell mal Feuer. Ich werde mich besser. Für unverbesserlicher Rufus. Ah, dass ich nicht lache. Sie haben recht. Eigentlich gibt es an mir nichts zu verbessern. Das war so klar. Mir rennt die Zeit davon. Jetzt schon? Na dann mach dich mal auf was gefasst. Ich hab mir sagen lassen, ab der dritten Woche wird es richtig schlimm. Wie? Wie lange will der uns hier drin lassen? Hier bleiben? Erst einmal bis zur Verhandlung, aber bei deinem Strafregister. Das geht nicht. Ich muss Goal retten. Das hättest du dir überlegen sollen, bevor du das Gesetz mit Füßen trittst. Also Tritt kann man das doch nun wirklich nicht nennen. Es war mehr so eine Art freundschaftlicher Handkantenschlag. Freundschaftlicher Handkantenschlag, oh wie geil. Ich muss mal. Halte es bitte zurück. Wie lange soll er denn das zurück? Halten 3 Wochen oder was? Ich geb's auf. Gut so. Vorerst. Oh. Ach du meine Güte, ey. Sie sind ein mieser Kollaborateur. Halt dich da raus. Ich bin auch kein Fan des Organon. Aber es geht hier um die örtliche Sicherheit. Feuer! Netter Versuch, Bursche. Aber meine Branddetektoren würden mir melden, wenn es brennt. Medizinischer Notfall. Wenn du hier noch so ein Radau veranstalten kannst, kann es ja nicht weiter ernst sein. Und jetzt gib endlich Ruhe, du querulantischer Simulant. Querulantischer Simulant. Hunger! Essen gibt es heute Abend wieder. Flöre und Kaktusbrot. Wie lange wirst du es noch aushalten? Lecker. Lassen Sie mich raus. Rauslassen? Ah, warum zum Kehricht? Ich geb's auf. Gut so. Vorerst. Mach nichts. Dann stör auch nicht. Ja, wie kommen wir denn jetzt hier raus? Haben wir noch irgendwas im Inventar? Nicht mehr viel. Warum... Aber hast du es jetzt alles fallen lassen? Aufhalten. Da, es hat sich bewegt, als ihr geblinzelt habt. Ach, Rufus, da hat sich nichts bewegt. Ja, Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Ja, was kann man denn machen? Können wir hier mit dem Handschweißgerät einfach mal rangehen? Wenn ich das zuschweiße, bekomme ich es nie wieder auf. Oh, warte mal, können wir mit der Katze was machen? Ich will die Katze noch nicht aus dem Sack lassen. Oh, verdammt. Gizmo hat meine Philosophie zur Umverteilung von Besitzeigentum noch nie verstanden. Und dabei geht sie nur in eine Richtung. Okay. In deine, ne? Hier gibt es kein Wasser. Kein Wunder. Es hat seit Monaten nicht geregnet. Wie kommen wir denn jetzt hier raus? Wow, alleine von den Ausdünstungen blättert hier schon der Lack ab. Ich kann es kaum erwarten, diesen Espresso an Goal auszuprobieren. Haben wir doch schon. Gizmo hat meine Philosophie zu unterbringen. Okay. Wow, ich kann es... Ja, okay. Wir können jetzt nicht so viel machen, ne? Ich persönlich finde Kleckern gar nicht so verwerflich.
Gizmo hat meine viel unterbrochen. Ja, okay. Nicht kleckig, ja, okay. Entschuldigung. Verkleckt. Ja, und jetzt können wir Kätzchen Espresso geben. Kaffee schwarz. Wieso Goal? Das ist dein Kätzchen. Hey, aufhören! Das muss nicht umgefüllt werden. Okay. Ja. Gut. Ufus, was machen wir denn jetzt? Zocken wir hier drin? Wie so ein Verbrecher. Hey, jetzt noch irgendwas machen? Kein Gitter der Welt. Ja, das kann er ja auch schwer hochziehen. Kannst du nicht irgendwas das zuschweiße, bekomme ich es nie wieder anschweißen? Das irgendwie brennt? Okay. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Ja, okay. Nein, wie ich Gizmo kenne. Wie Gizmo anfeuern? Ja. So, jetzt bin ich gescheitert. Ich speck in der Felle fest. In der Zelle fest. Das ist der letzte Baum hier. Wo soll ich sonst meine Herde? Gizmo. Hey, hallo. Was ist müssen wir denn den so lange nerven, bis er uns... Lassen Sie mich raus. Auslassen? Warum zum... Ich geb's auf. Gut so. Vorerst. Lassen Sie mich raus. Nee. Ich geb's auf. Gut so. Vorerst. Mach nichts. Dann stör auch nicht. Was übersehe ich denn schon wieder? Ich übersehe schon wahrscheinlich wieder irgendwas ganz Elementares. Die sieht ja schon so ein bisschen anders aus hier, ne? Kein Gitter der Welt. Ja, das. Das hat sie geblinzelt. Also das ist nicht da hier diese wenn eine ich das an. Wenn ich das... Okay. Nee. Können wir nicht das Kätzchen hier irgendwie? Gizmo hat meine Unterwelt. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Nein. Wie ich Gizmo kenne, wird er meine Sachen noch früh genug konfiszieren. Irgendwas mit dem Kätzchen machen, Kätzi? Alles klar, auf dem Baum. Was ist das für ein Geräusch? Das ist doch Alarm! Schutzmodus aktiviert. Brandmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Wie was praktisch. Ist passiert? Wo brennt's denn? Oh, Herr Brandmeister, meine Katze ist auf den Baum geklettert und sitzt fest. Das haben wir gleich, junges Fräulein. Oh Gott, junges Fräulein. Mietz. Frechheit siegt. Okay, da haben wir jetzt... Okay, Glück gehabt. Heida Witzka. So, jetzt gehen wir mal zum Herrn Wenzel. Heieiei, da muss man auch drauf kommen. Ach, die stehen hier alle wieder schön. Lass mal die Katze auf den Baum. Ach, Menno, Menno, Menno. Ist schon gar nicht so einfach. Es ist schon gar nicht so einfach, die Rätsel, finde ich. Es hat schon ganz schön in sich. Oder... Ich stehe manchmal einfach zu oft auf dem Schlauch. Auch gut möglich. So, Marcel? Rufus? Was? Was machst du denn hier? Was ich hier mache? Ah, das weißt du ganz genau. Wo ist sie? Rufus, ich kann das erklären. Nein, du mieser Verräter. Es ist nicht so, wie es aussieht. Das werden wir ja sehen. Toni! Du? Was fällt dir ein? Hierzu? Gar nichts mehr. Sieh an, der Herr ist sprachlos. Aber egal, was du jetzt denkst, es gibt eine einfache Erklärung hierfür. Die steht mit der Kippe unter der Dusche. Behaltet eure unappetitlichen Geheimnisse für euch. Ich will nur wissen, wo Goal ist. Wer ist Goal? Ach, hat dir dein kleiner Freund etwa nichts von seiner anderen Errungenschaft berichtet? Errungenschaft? Wenzel. Wovon redet er? Und was soll dieser Aufzug? Naja, ich dachte,
wer zum Kuckuck ist Gold? Niemand. Wirklich. Ich meine, sie funktioniert ja nicht einmal richtig. Was zum... Wo ist sie, Pinsel? Ich hab sie in den Keller geräumt. In den Keller? Keller? Ich sehe, ihr habt was zu besprechen. Viel Spaß dabei. Ich geh mal in den Keller. Sie sieht ja echt heiß aus. Wo ist sie jetzt? Wie geil, hat sie einfach in den Schrank reingepackt. Nein. Ich weiß, aber keine Panik. Ich hole dich hier raus. Ach du meine Güte. Aufmachen, Organon. Sie sind doch schon drin. Keine Ausflüchte. Es besteht dringender Verdacht, dass sie Widerständlern auf der Flucht Unterschlupf gewähren. Rufus, was hat er jetzt schon wieder angestellt? Also geben Sie es zu. Von Unterschlupf gewähren kann keine Rede sein. Er platzte hier einfach rein. Gehen Sie ruhig durch. Er ist im Keller. Oh oh. Jetzt aber schnell. Können wir hier irgendwas wegschmeißen? Ja, können wir irgendwas aufschmeißen? Was machen wir denn jetzt, Rufus? Verdammt. I don't know. Können wir nochmal Kaffee geben? Ich muss den Trichter erst irgendwo reinstecken. Okay. Nee. Narkotikum brauchen wir nicht, die ist eh schon narkotisiert. Ah. Perfekt. Was? Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Ja, Rufus, du, puh. Und so begab es sich, dass er superlässig das Mädchen aus feindlichen Klauen befritt und mit ihrem Schoß auf einem stählernen Ross in den strahlenden Sonnenuntergang ritt. Er küsste sie im weitesten Sinne wach und die Sache mit dem Handkantenhieb lag bestimmt am subadäquat kalibrierten Hirnimplantat. Ist doch mal Latte, Mann, es geht ums Prinzip. Hussa, es geht ums Prinzip. Was für ein Akt. Du könntest dich ruhig mal leichter machen. Weißt du das? Immer schlimmer. Immer schlimmer, ja. Das kannst du wohl laut sagen. Wo sind wir hier eigentlich? Hey, das ist das alte Schrottminensystem. Damit wurden früher große Lasten direkt bis zur unteren Aufstiegsstation transportiert. Nichts für ungut, Süße. Jetzt muss ich nur noch ein Schienenfahrzeug finden. Oh. Und einen Weg, Gold darüber zu bekommen. Auf geht's! Wie kannst du in deinen starken Armen doch tragen, mein Lieber? Jetzt war ich so abgelenkt, dass ich irgendwie gar nicht gepasst habe, was wir jetzt machen müssen. Läuft. Jetzt schauen wir erstmal kurz. Irgendwo sollten wir jetzt. Okay. Das war ganz schön tief. Ja. Zum Glück bin ich auf dem Rückgrat eines Idioten gelandet, der nicht so gekonnt gefallen ist wie ich. Oha, die Brücke hat es wohl zerlegt. Halb so schlimm. Ist ja nicht die erste Brücke, die ich heute hinter mir einreiße. Und Goal? Tja, was mache ich denn jetzt mit Goal? Verdammt. Ufos, warum klappt nie was?
So. Ach so. Wenn jetzt nach oben muss er andersrum laufen, ne? Können wir sie nicht einfach da so rüber mit dem Kran? Ach so. Die bewusstlose Frau in Not sitzt auf der anderen Seite der tiefen Schlucht fest. Und hier ist ein rostiger Lastenkran, um Schienenfahrzeuge zu beladen. Da muss man kein Genie für sein. Ich habe Angst. Über das Ding da wird Schrott in das Minenfahrzeug gefüllt, wenn es denn da wäre. Okay. Egal, was dahinter auf mich lauert, ich bin vorbereitet. Ich habe Angst. Egal, was da... Okay. Man soll keine Sachen auf die Heckablage legen, wenn man vorhat zu bremsen. Kannst du da mal hingehen? Ach so, okay. Müssen wir da so anklicken. Jetzt komm schon. Verdammt. Immer noch nichts. Man soll keine Sachen auf die Heckablage legen, wenn man vorhat zu bremsen. Warum? Egal, was dahinter auf mich lauert, ich bin vorbereitet. Eine defekte Eimer. Weg damit. Mehr ist wohl nicht zu holen. Da brauchen wir wahrscheinlich jetzt eine neue, oder? Oh. Wir haben spontan unser komplettes Inventar verloren. Bei unserem Sturz. Ja. Gibt's hier irgendwo eine Sicherung? Da geht's nach unten. Da geht's nach oben. Kramarm, Trichter. Also wir brauchen jetzt ja wahrscheinlich eine Sicherung, um das ganze Ding hier wieder zum Laufen zu bringen. Und da tut sich ja nichts, ne? Ja. Gehen wir mal nach unten, da was rumliegt. Zum Kran. Nicht, dass ich wieder vergesse, die Hälfte nicht anzuschauen, weil ich wieder nicht gucke. Dieses Mal besorge ich uns ein würdiges Gefährt. Eines, von dem du nicht ständig runterpurzelst. Ich weiß, Hirnimplantat und so. Aber würde es dir etwas ausmachen, über die Schlucht zu springen? Am besten in diesen Trichter da? Na gut, ich lass mir was einfallen. Wie sie da drin hockt, die Schnuffi-Maus, wenn die wüsste, was... Ah, Tunnelpassage. Das kann jetzt ein bisschen dauern wahrscheinlich, bis er da angekommen ist. Wenn die wüsste, was sie sich hier eingelassen hat... Oh mein Gott. Zum Fuß, bist du irgendwo verschutt gegangen? Okay, wahrscheinlich muss er jetzt erst da hoch. Kannst du jetzt zur Tunnelpassage laufen? Cool, wir kommen wieder. Versprochen. Acht. Ein Minebike. Eine kleine Maus. Ein Hebel. So, finde ich mir vielleicht im Schrotthaufen eine Sicherung. Wenn ich Minensucher werden wollte, hätte ich in Kuwak bleiben können. Ohne triftigen Grund fühle ich da jedenfalls nicht drin rum. Wir brauchen eine Sicherung. Master. Nichts. Ich muss aufhören, überall Qualitätsarbeit zu erwarten. Ja, hier funktioniert auch irgendwie gar nichts, ne? Hier fehlt doch etwas. Oh, ach Gott, na klar. Mein Interesse. Ach Gott, ey. Ja, kannst du da hoch zu dem... Kann Nöppel da gehen? Magst du nicht mal da zur Schaltzentrale? Kannst du da nicht rein? Hier? Ist die Tür verschlossen, ne?
ein Stümpel, einen Zylinder, ein Stümpel und ein... Naja, auf jeden Fall fehlt da was. So viel erkennt der Fachmann. Fehlt da was, so viel erkennt der Fachmann, na dann. Wenn ich Blutsucher werden wollte, hätte ich ihn ohne triftigen Gründe. Ja, wir hätten da so ein paar triftige Gründe. Kurve. Zur Kurve. Warum komme ich nicht da hoch? Ich will da hoch. Aber da geht's nicht durch, ne? Warum geht's da nicht durch? Da fehlt ein Nein. Ja. Da fehlt, was überall fehlt, was. Also in diesem Sportparadies ist irgendwie alles nicht so ganz vorhanden. Da stellt er sich immer vor die Tür und da kommt er anscheinend nicht rein. Wie kriegen wir denn die... Wir haben auch halt gar nichts mehr, ne? Dann will er nicht durchsuchen. Ach, guck mal, hier geht's noch weiter. Ja, wir können mal Leiter laufen, ne? Ich vergesse immer, die Hälfte überall hinzuklicken, wie immer. Ach, oh, Mensch. Wer ist das denn? Ein rostiges Abflussrohr? Ein Kaugummi? Ach, guck mal, MacGyver etwas ist auch da. Zahnseide. Das wird eine wunderbare Prothese. Dom, di, dom, di, dom. Oh mein Gott. Wer ist das? Ugh, zu hoch. Ist ja schon ein bisschen gruselig, ne? Ah, ein Spiegel, komm mal mit. Wir nehmen alles mit. Das ist schon mal gut. Wir tun die Besitz die Besitztümer umverteilen. So genau. So war's richtig, die Besitztümer umverteilen. Vielleicht finden wir noch einen Sicherungskasten. Der Kasten ist zugeschraubt, als könnte mich eine popelige Achtkantschraube aufhalten. Ja, Tölpel. Ja, siehst du, dass sie sich Sicherungskasten für den Signalmast sein. Aufhält, weil wir haben keinen Schraubenzieher, ne? Und das Skelett hat einen Schlüssel. Und Schlüssel ist immer gut, Schlüssel braucht man immer. Ah, wo geht's denn da lang? Jetzt schauen wir nochmal kurz da. Um die Ecken. Ich muss nur hören, wie die Schallwellen von den Wänden abprallen. Und zack, sehe ich wie eine Fledermaus. Au, hier ist eine Wand. Ganz eindeutig. Licht, endlich. Hä? Die Dunkelheit muss die Schallwellen verzerren. Anders kann ich mir das nicht erklären. Wie gut, dass ihr mein verdattetes Gesicht jetzt gerade nicht gesehen habt. Ich dachte mir, was macht ihr da? Okay, also da geht es anscheinend nicht weiter im Moment. Hat er ja ganz gut bewiesen. Ja, er kam nicht weiter. Okay. Wir haben noch einen Schnaps hier, wir haben noch den Dock hier. Die Wartungsklappe können wir im Moment jetzt nicht weitermachen. Wollen wir einen Schnaps nehmen? Wow, wow, wow. Immer langsam mit den jungen Pferden. Willst du nicht erst noch Hallo sagen, bevor du dir meinen Flachmann greifst? Wenn's denn sein muss. Wer bist du? Warum willst du das wissen? Bist du ein Spion des Organon? Was? Ich? Nein. Mein Name ist Rufus. Ich weiß, dass ich manchmal unauffällig bedrohlich wirke, aber... War doch nur ein Witz, Rufus. Natürlich bist du kein Spion, so wie du rumläufst. Ich bin Doc. Bastler, Schrottsammler, Ersatzwarenhändler... Neurochirurg. Oh, Neurochirurg. Mir gehört ein kleiner Laden auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Du kennst bestimmt meinen Slogan aus dem Kommunalfunk. Klingender Kopf, normaler Kopf, alles eine Soße. Komm zu Dorf. Ich bin der Rufus. Ja, kenn ich. Alles eine Soße? Liebe Goal, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, dich hier...
verarzten zu lassen. Aber vielleicht ist es eine ganz gute Idee. Und ich würde sagen, wir schauen das nächste Mal rein, ob wir hier beim lieben Doc unsere Goal wieder heile machen können, damit sie wieder richtig funktioniert, so wie es Wenzel ausgedrückt hat. Und ob wir jetzt schaffen, auf Kletus zu treffen, vom Organon zu fliehen. Oh mein Gott, das sind so viel, was jetzt passiert ist. Aber ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!